Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem letzten Heimspiel 2013. SV Saarbrücken gegen SSV Ulm. Ich darf die Damen und Herren der Presse recht herzlich begrüßen und natürlich die beiden Trainer, den Herbert Zanker vom SSV Ulm und unser Coach Peter Rupek. Vorab noch mal kurz die Endergebnisse von heute. 1. FC Kaiserslautern gegen Hessen Kassel 6:0. Koblenz gegen Homburg 2:1. Worms Offenbach 0:0. Waldhof Mannheim gegen Groß Asbach 1:3 und Trier gegen Neckarals 3:0. Ja, dann darf ich das Mikro an den Herrn Zanker geben. Bitte Ihr Statement zum heutigen Spiel. Ja, meine Damen und Herren, ich habe eine etwas rare Stimme im Spiel. Ich möchte nochmal den Namen des SSV Ulm recht herzlich begrüßen. Zunächst möchte ich mal zu einer sehr guten Vorrunde gratulieren. Also als Aufsteiger war das nicht unbedingt so vorherzusehen, dass ihr so eine klasse Vorrunde spielt. Zum anderen war das genau das schwere Spiel, was wir heute erwartet haben. Wir haben gewusst, dass es ein zweikampfbetontes Spiel werden wird. Es war auch unser Ziel, jeden Zweikampf anzunehmen und eben das Aufbauspiel von Saarbrücken einzudämmen. Ich denke, das ist uns sehr gut gelungen. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr wenig Chancen zugelassen. Die Jungs haben die laufenden Passwege sehr gut zugestellt. Ich denke, das haben sie hervorragend umgesetzt und genau an die Leistungen der letzten Spiele angeknüpft. Es war auch schon so, dass wir im letzten Auswärtsspiel 2:0 geführt haben, hervorragend den Gegner kontrollierten und eben dann ab der 70. Minute leider Gottes durch drei Sonntagstreffer die Niederlage noch einstecken mussten. Das war heute nicht der Fall. Die Jungs haben über 90 Minuten ganz konzentriert und kämpferisch gespielt. Und ich denke, aufgrund der Leistung, der kämpferischen Leistung und der Effizienz vorne, wir hatten, denke ich mal, 5 Chancen und haben 3 Treffer gemacht, haben wir verdient das Spiel gewonnen und die Bock somit für Auswärtsspiele umgestoßen. Denn ihr wisst alle, das war unser erster Auswärtssieg in dieser Saison. Das wurde dringend notwendig, dass wir mal auswärts 3 Punkte eingefahren haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Zanker. Dann darf ich das Mikro direkt weitergehen an unseren Coach Peter, ein Resümee zum heutigen Spiel. Zunächst mal Dankeschön für die Worte der Vorrunde. Die sind aber vorbei. Selbst mehr als die Rückrunde. Das Spiel haben wir mehr als verdient verloren. Es hat mehrere Gründe. Fußball ist Arbeiten. Und wenn man kein Fußball arbeitet, dann gewinnt man kein Spiel. Und Fußball, die spielst du am Wochenende so, wie du in der Woche trainierst. So wie man die Woche trainiert, dann haben wir heute gespielt. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und mit der Liga, das hat man heute wieder gesehen, das ist halt der Unterschied zur Oberliga. Wenn du da Punkte willst, dann muss eigentlich alles passen. Das heißt, drumherum muss alles passen. Und Kleinigkeiten entscheidet das Spiel. Auf dem Feld, vor dem Spiel, in der Woche, am Spieltag. Und bei uns ist es halt so, nachdem ich alle das letzte Mal so gelobt habe, einschließlich dem Betreuerstab und was da dazugehört, haben sie sich alle zurückgelehnt und haben gesagt, das wird schon. Das fängt an, dass in der Woche die Bälle nicht aufgepumpt sind und lauter so wenig geht. Summiert sich bis zum Spiel. Und dann ist es mittlerweile dann so, das wäre mal heute auch verloren. Da musste nur 20 Minuten auswechseln, weil dann einer meint, er muss einfach dem Ältesten dann noch dreimal erklären, was er zu machen hat und selber vergisst, dann zu laufen. Das kann ich eigentlich gar nicht haben. Und deswegen haben wir das halt auch mal so gemacht. Und insgesamt muss ich sagen, haben wir uns erst ab der 70. Minute den Gegebenheiten heute angepasst. Sprich, es war klar von vornherein, dass der Platz der Witterung bzw. der Lage, dass wir uns mittlerweile fast im Dezember befinden, mit Sicherheit nicht so ist, dass man jeden Balkan im Doppelpass spiele. Und dann fangen wir halt an und spielen mit der Hacke und wolle die Bälle nur super direkt spielen. Zweikämpfe machen wir gar nicht. Gegenpressing katastrophal. Ich könnte jetzt alles weiter aufzählen. Spielaufbau haben wir eigentlich seit Wochen so gemacht. Da weiß der Innenverteidiger, der mit Baller, wie er sich verhalten muss, aber der hat sich dann heute so verhalten, wie man sich nicht verhält. Und so könnte ich weiter aufzählen. Und dann haben wir endlich auch mal die Quittung bekommen heute. Und bezeichnend war das erste Tor, weil auch da
schon seit 3 Wochen immer irgendein Klops drin ist, der ist die ganze Zeit gut gegangen und heute ist er halt mal nicht gut gegangen. Und in meiner waren es schon 20 Minuten, wo wir nichts gemacht haben und da haben wir trotzdem nur das Spiel gewonnen. Und heute hat es halt dann im Endeffekt nicht gereicht. Deswegen habe ich heute auch mal unsere 2 A-Jugendspieler eingewechselt, weil ich glaube, schlechter wie einige heute gespielt hätte, konnte die auch nicht spielen. Die haben eigentlich auch ihre Sache gut gemacht. Das ist eigentlich positiv heute in dem Spiel. Und bezeichnend war dann das 3. Tor. Das hat dann dem Ganzen die Krone aufgesetzt, sage ich mal. Nichtsdestotrotz, muss man sagen, haben wir hier wirklich bisher eine ganz gute Runde gespielt. Und wie gesagt, Fußball ist Arbeiten. Zwar werden wir morgen früh mal anfangen, wieder zu arbeiten, die letzte Woche. Das heißt also, war vor dem Spiel klar, die Woche werden wir dann mal jeden Tag nochmal arbeiten. Am Ende der Runde, damit jeder nochmal weiß, was das Wort Arbeiten heißt, nämlich Arbeiten. Und ich wollte in der Vorbereitung, habe ich mir gesagt, wenn sie die und die Punktzahlen noch holen, werden wir ein bisschen später anfangen zu trainieren. Gott sei Dank ist das nicht passiert, weil sonst hätte ich ein schlechtes Gewissen gehabt und ich wäre zu oft zu Hause gewesen. Und außerdem glaube ich, haben sie zu wörtlich genommen, dass ich in der Woche gesagt habe, wir müssen gucken, dass wir am FC Homburg dranbleiben. Das heißt also, die haben verloren, wir haben verloren, sind wir weiter dran. Danke. Vielen Dank, Peter. Sind Fragen an die beiden Trainer? Eine kurze Frage an den Herrn Zanker, wie geht es eurem Spieler? Gibt es da schon was zu vermelden? Ja, unser Passisohn, das hat am Anfang schlimm ausgeschaut. Er hat gemeint, er hat Probleme mit dem Gefühl, mit den Füßen, weil er an der Wirbelsäule getroffen wurde. Aber ich denke, es ist nicht ganz so schlimm, wie wir gemeint haben, sondern er ist schön in der Kabine, wird morgen ausschlafen, denke ich, wird sich behandeln lassen und wird dann am Dienstag ganz normal am Training teilnehmen. Gott sei Dank. Gibt es noch weitere Fragen für dich? Ja, ich möchte ganz kurz sagen, wir haben ja demnächst die Adventszeit und im Namen des SSV wünsche ich allen hier im Saal eine sogenannte starke Zeit, eine schöne vorweihnachtliche Adventszeit und eine schöne Weihnachten. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Bevor wir zur Pressekonferenz schließen, darf ich noch das Mikro an unseren ersten Vorsitzenden, Herrn Richard Denger, geben. Bitte schön. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, wir haben eine sehr gute Vorrunde gespielt und der Dank und der Lob geht an die gesamte Mannschaft, an den Peter Rubik und an den gesamten Betreuerstab. Der besondere Dank geht auch an unsere Sponsoren und ich möchte mich auch bedanken bei allen, die mithelfen. Ordner und Platzkassierer und wie sie alle da sind, um solch ein Spiel auch abwickeln zu können. Ich wünsche Ihnen ebenfalls eine schöne Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2014. Dankeschön. So, dann darf ich noch ganz kurz sagen, das ist ganz vorbei, das ist hier noch nett. Wir spielen am Samstag noch ein Spiel, 7.12. um 14 Uhr, dann in Neckar-Elz. Und das erste Spiel dann 2014, das ist dann am Samstag, 22. Februar. Bei Eintracht Trier. Ja, dann darf ich den SSV Ulm alles Gute wünschen. Eine gute Heimfahrt vor allem. Und ja, Ihnen allen eine schöne, besinnliche Adventszeit. Und ich hoffe, wir sehen uns dann alle 2014 gesund wieder. Vielen Dank. Und darf damit die Pressekonferenz schließen.